Ich glaube, unser Ja sollte ein Ja sein und unser Nein ein Nein. Anders gesagt, wenn das hier die Wahrheit ist, dann müssen wir sie auch so weitergeben. Es ist wichtig und auch hilfreich, dass wir uns bewusst machen, dass Gott Musik mit einem ganz bestimmten Zweck erfunden hat. Gott sagt, nein, folge nicht deinem eigenen Willen, das bringt meist nur Probleme. Es ist mein Wille, der dir den besten Kompass bietet. Amen. Auch unser Gebet sollte sein, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Herzlich willkommen zu unserem vierten Vortrag der Reihe Sound Wars. Und dieser Vortrag ist überschrieben, es klang nicht immer so, eine musikalische Zeitreise. Da geht es um die Jahre von 450 nach Christus bis 1969, ein langer Zeitraum und viel Stoff. Unser letzter Vortrag hatte ein Thema, das nicht so ganz leicht zu schlucken ist für alle, denn vielleicht bin ich auf die eine oder andere Zehe dabei getreten. Und ich kann euch versichern, dass dieser Vortrag ganz bestimmt alle übrigen Zehen betreten wird. Und im nächsten Vortrag werden wir dann noch auf die Finger treten und bevor es euch überhaupt bewusst wird, seid ihr völlig platt. Nein, aber worum es mir geht, ich bin überzeugt, unser Ja sollte ein Ja sein, unser Nein ein Nein. Und wenn das hier die Wahrheit ist, dann muss man das auch so sagen und weitergeben. Ich möchte nicht um den heißen Brei schleichen. Ja, vielleicht ist das so. Nein, ich präsentiere euch die Informationen, ihr hört euch das an, denkt drüber nach und der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Ist das in Ordnung? Gut, bevor wir jetzt weitergehen und in die Musikgeschichte eintauchen, ist es für uns gut und auch hilfreich, wenn wir uns bewusst machen, dass Gott Musik geschaffen hat mit einem bestimmten Zweck. Gott hat sicher nicht die Absicht gehabt, als er die Musik gemacht hat, dass wir uns einfach alles anhören können. Messages to Young People, Seite 291 lesen wir. Die Geschichte der biblischen Lieder verrät uns viel über die Rolle und den Nutzen von Musik und Gesang. Richtig eingesetzt. Und wenn sie hier sagt, richtig eingesetzt, dann bedeutet das natürlich, dass Musik auch falsch eingesetzt werden kann. Aber lasst uns vorher noch ein kurzes Gebet zusammensprechen. Lieber himmlischer Vater, lieber Herr, wenn wir jetzt in diesen Musikvortrag eintauchen, in das Thema des Seminars, dann gib du uns Weisheit und gib uns ein geschärftes Gehör, dass wir die göttliche Musik unterscheiden können von der weltlichen. Mögen die Musikbeispiele uns nicht unterhalten, sondern eher aufklären. Wir bitten, dass der Heilige Geist uns jetzt leitet. In Jesu Namen. Amen. Also, wird Musik richtig eingesetzt, ist sie eine wertvolle Gabe Gottes. Musik wurde geschaffen genauso wie du und ich Geschöpfe sind. Wozu? Sie wurde geschaffen, um den Geist auf anspruchsvolle und noble Themen zu lenken, sowie den Menschen zu inspirieren und zu veredeln. Was bedeutet das? Musik wurde von Gott geschaffen mit dem Zweck, ein Segen zu sein. Doch mit der Zeit wurde sie pervertiert. Nun, wir gehen jetzt mal ganz weit zurück bis zum Turm zu Babel. Und dort an diesem Turm begegnen uns einige der frühesten Bewohner dieser Erde. Und wir stellen fest, dass sie gerne in den Himmel aufsteigen wollten. Sie wollten gerne wie Gott sein und alles Mögliche. Aber an diesem Turm zu Babel waren nicht nur Heiden, Baalsanbeter, sondern da waren auch Menschen, die den wahren Gott angebetet haben. Der heidnische Baals- oder Sonnenkult existierte also vor und nach der Flut. Und als die Menschen sich zerstreuten, nahmen sie ihre Anbetungsform mit, entweder den Sonnengott oder den wahren Schöpfergott. Ja, und die heidnischen Kulte blieben in vielen Formen erhalten und werden bis heute praktiziert. Gut, machen wir einen Sprung von dem Turm zu Babel zum Jahr 450. Wir befinden uns hier im Mittelalter und da gab es die ersten simplen Notationssysteme. Bisher hatte man die Noten gar nicht aufgeschrieben. Man hat zwar Lieder geschrieben, aber da ging es vor allem eben um die Worte. Man hatte keine Notationssysteme. Zu dieser Zeit begann auch die Polyphonie.
Bis zu dieser Zeit hörte man einfach nur die Melodie gesungen, einstimmig, oder ein Saiteninstrument, wo man jeweils nur eine Saite gezupft hat. Und Polyphonie bedeutet einfach, Poly heißt viele und Phonie heißt Klang, dass man mehrere Töne nun auf einmal gespielt hat. Und so entstanden die Harmonien. Musik war Grundelement im Gottesdienst, sowohl heidnisch als auch christlich. Gott möchte, dass wir ihn mit Musik anbeten, aber auch der Teufel hat Musik in seiner Anbetung. Die Minnesänger kamen etwa 1180 auf. Sie nannten sich auch Liebessänger und sie traten hauptsächlich vor dem Adel auf. Ihre typische Begleitung war ein Saiteninstrument und sie sangen über Ritterlichkeit und höfische Liebe. Also da ging es nicht um, oh Baby, nur du und ich. Nein, sie sangen über die edlen und die erhabenen Züge von Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Und so hörte sich das typischerweise an. Das könnt ihr euch jetzt vorstellen an einem königlichen Hof, wo diese Musik vorgetragen wurde, eine simple Melodielinie, begleitet von einem einfachen Instrument. Jetzt gehen wir zur Zeit der Renaissance, 1450 bis 1600. Dieses Wort bedeutet eigentlich Wiedergeburt und tatsächlich sind dort zahlreiche Neuerungen im musikalischen Schaffen aufgetreten. Die Komponisten widmeten sich drei Bereichen in der Musik, geistlich, säkular und instrumental. Hier ein geistliches Stück aus dieser Periode. Ist das nicht schön? Fast fragt man, wow, waren das Engel? Und jetzt, Achtung, haltet euch fest an euren Stühlen, jetzt kommt ein säkulares Stück aus derselben Zeit. Warum kichert ihr? Das ist weltliche Musik, damals im 15., 16. Jahrhundert. Also das war wunderschöne Musik. Und wir müssen bedenken, dass damals Musik im Großen und Ganzen sich im Rahmen der Kirche abspielte. Natürlich gab es auch Ausnahmen. Die Kirche hatte nun mal das Geld, die Musiker zu bezahlen, sodass sie davon leben konnten. Sie konnten sich die Zeit nehmen, ihre Instrumente perfekt und auf höchstem Niveau zu lernen. Das war ihre Aufgabe. Und sie haben diese wunderschöne Musik arrangiert, komponiert und aufgeführt. Und was interessant ist, diese Musik sollte tatsächlich ihre Zuhörer Gott näher bringen. Sie hatte einen Zweck. Und selbst die weltliche Musik hatte genau dieselbe Körpersprache. Amen. Geistliche und weltliche Musik waren sich sehr ähnlich, sie hatten dieselben Merkmale, sanft, behutsamer Rhythmus, ausgewogen phrasierte Melodien. Gehen wir jetzt zum Barock, 1600 bis 1750. Barock bedeutet eigentlich merkwürdig. Die Musiker glaubten, Musik habe realen Einfluss auf den Körper der Zuhörer. Sie haben gemerkt, hoppla, mit der Musik kann man die Leute ja richtig bewegen. Und natürlich, wenn noch mehr Elemente zur Musik dazukommen, kann es die Menschen wirklich fantastisch bewegen. Ich möchte euch auch hier ein Beispiel vorspielen von dieser Zeit, ein weltliches Stück. Das ist tatsächlich ein säkulares Musikstück von Vivaldi, die vier Jahreszeiten. Ich liebe dieses Stück. Diese Fingerfertigkeit im Spiel erstaunt mich. Jetzt aus derselben Zeit, Händels Messias. Und jetzt bitte ich euch, achtet mal darauf, was macht die Musik mit euch? Was löst sie in euch aus? Wie fühlt ihr euch? Möchtet ihr gerne die ganze Nacht durchtanzen mit eurer Geliebten? Oder ist es irgendwie veredelnd, erhebend? This, of course, during the time would be a sacred piece, Handel's Messiah. Man fühlt sich, als wenn
Das war jetzt Musik aus Europa. Wir kennen nicht viel andere Musik aus früherer Zeit, denn Amerika war noch nicht besiedelt. Macht Sinn, oder? Das Einzige, was es hier gab, war die Stammesmusik der Ureinwohner der Indianer. Das heißt, vor dem 17. Jahrhundert bei uns in Amerika gab es keine anderen musikalischen Einflüsse außer der Stammesmusik. 1640, und das zeigt den großen Einfluss der religiösen Musik in Amerika zu dieser Zeit, wurde dieses Bay Psalm Book gedruckt, das ihr hier seht. Und das war das erste Kirchenliederbuch der britischen Kolonie Amerika. Und so hätte sich das in Amerika damals etwa angehört. Klingt immer noch sehr traditionell. Die klassische Ära von 1750 bis 1800, eigentlich eine sehr kurze Zeitspanne, aber eine enorme Menge von Musik ist in dieser Zeit entstanden. Die Komponisten schrieben vor allem für Klavier und Musik wurde jetzt als harmloser Luxus betrachtet. Sie war nicht länger nur ein Vorrecht der Superreichen und der Königshöfe, sondern Musik hat sich auf wunderbare Weise überall ausgebreitet. Francis Hopkinson war einer der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung. Er half beim Entwurf der amerikanischen Flagge und er war einer der ersten amerikanischen Komponisten. 1759 schrieb er »My days have been so wondrous free«. Und das war eines der ersten weltlichen Lieder in Amerika. Days have been so wondrous free, the little schlicht, sehr schön, aber säkular. Es war Teil einer Liedersammlung, die seinem engen Freund George Washington gewidmet war. Beethoven schuf seine dritte Symphonie Eroica. Wir sind jetzt wieder zurück in Europa und das ist eher Orchestermusik. Aber die amerikanische Musik klang trotz der Einflüsse aus Europa immer noch sehr traditionell. Und die europäischen Einflüsse auf die Musik waren recht stark. Nun kam das Zeitalter der Romantik von 1800 bis 1900 etwa. Die Musik erzählt eine Geschichte oder drückt Gedanken aus. Jetzt hat man gemerkt, wow, Musik kann wirklich Geschichten erzählen oder wir können den Zuhörer bestimmte Gedanken eingeben. Und vergessen wir nicht, das war ja großenteils nur Instrumentalmusik. Natürlich gab es aber auch spezielle Gesangsstücke, Arien zum Beispiel. Es fanden auch einige bedeutende Veränderungen statt. Die Natur wurde nicht mehr so idealisiert gesehen wie bisher. Sie war weniger ein Abbild von Perfektion als eine Quelle geheimnisvoller Kräfte. Wisst ihr, wir müssen hier verstehen, dass bis zu dieser Zeit es die Absicht und der Zweck von Musik war, im Großen und Ganzen zu erbauen und zu erheben. Natürlich, es gab immer Ausnahmen, auch zu dieser Regel. Aber die Menschen haben geglaubt, dass letztlich Gott die Quelle hinter jeder Musik ist. Oder auch die Götter, je nachdem, was man geglaubt hat. Aber im Allgemeinen glaubten die Menschen, dass Offenbarung und Inspiration von Gott kam. Er hatte die Welt und die Natur erschaffen. Und um sie herum gab es überall Quellen der Inspiration, aus denen Musik entstanden ist. Das wandelte sich eben nun, dass man die Natur nicht mehr sah als ein Abbild göttlicher Perfektion, sondern man sah eine Quelle geheimnisvoller Kräfte. Und das lag vor allem an diesem Mann, Charles Darwin. Interessant ist, dass es hier wirklich zu einem Wendepunkt im Denken des Menschen kam. Die Leute haben jetzt nicht mehr in die Natur um sich herum geschaut und gesagt, oh, schaut mal, was Gott geschaffen hat, sondern eher, wow, wie ist denn das passiert? Gibt es sowas? Und das Faszinierende ist, dass all diese Fragen von der Musik selbst zum Ausdruck gebracht worden sind.
Die Körpersprache hat sich verändert. Das ist wirklich unglaublich. Die Komponisten interessierten sich auf einmal für Philosophie und für bestimmte ethnische Musik und sie haben Elemente davon übernommen in ihre eigenen Kompositionen. Nicht nur in Europa, sondern auch in den 1800ern in Amerika veränderte sich die Musik. Sklaven aus Afrika wurden weißen Händlern in Nordamerika verkauft. Sie brachten ihre religiösen Stammesrituale mit, den Voodoo, in dessen Mittelpunkt die Trommel stand. Es war also so, dass, und ja, eigentlich ist das ein Schandfleck in der amerikanischen Geschichte, aber so war es nun einmal und ich kann nur über die Fakten berichten. Als diese afrikanischen Sklaven nach Amerika gebracht wurden, da wollten sie gerne ihren ritualistischen Götzendienst, ihren Kult aus der Heimat mitnehmen, den sie gewohnt waren, gemäß ihrer Kultur. Die Sklavenhalter haben allerdings den Afrikanern verboten, ihre Musik zu spielen. Man hat ihnen die Stammestrommeln und die verschiedenen perkussiven Instrumente weggenommen. Daraufhin haben die Sklaven überlegt, wie sie ihre spezielle Musik am Leben erhalten können. Und sie haben es tatsächlich geschafft, diese Ahnenverehrung, diese heidnische Anbetungspraxis am Leben zu erhalten durch ihre Füße. Und das war die Geburtsstunde des Stepptanzes. Sie konnten also ihre traditionelle Musik mit diesen komplexen Polyrhythmen erhalten. Sehr, sehr interessant, wie das damals zustande kam. Und da wir in Amerika leben und unsere Musik stark beeinflusst worden ist von den afrikanischen Elementen, deswegen reden wir jetzt darüber. Und wenn Amerika das tut, ihr kennt dieses Sprichwort, dann tut es die ganze Welt. Es war also hier, wo diese Vermischung stattfand, Elemente von unserer Musik zusammen mit der Sklavenmusik und etwas ganz Neues entstand. Und das werden wir auch gleich noch sehen. Um es klar zu sagen, es geht hier nicht gegen Afrikaner, sondern diese Art von Stammesmusik findet sich auf der ganzen Welt. Schauen wir uns mal diese Weltkarte an. Wir können zum Beispiel nach Lateinamerika gehen und hören genau dieselben Beats und Rhythmen. Das ist Lateinamerika. Das sind also sogenannte Polyrhythmen. Rhythmic section. Rhythm section. Okay, let's move on. Gehen wir zu den Ureinwohnern Amerikas. Hört ihr das? Dieselben Elemente. Okay, let's und jetzt Schottland. Okay, gehen wir nach Russland. Wie ist es mit Japan? How about India? Sounds like ganz wie ein Rock'n'Roll Rhythmus. Und schließlich nach Afrika. In Wirklichkeit ist es also kein afrikanisches, sondern ein weltweites Phänomen. Ist das klar? Okay. Wir sehen also, diese Musik gibt es überall auf der Welt und sie ist Teil der heidnischen Anbetungskulte. Diese Ahnenverehrung also, wo man einen Totenkult gepflegt hat und gehofft, dass die Geister Besitz von einem ergreifen, das sehen wir gleich noch, die gab es auf dem ganzen Globus und natürlich auch in Afrika. Zurück zu den 1800er Jahren in Amerika. Die Protestanten waren gegen Trommeln und verboten sie den Sklaven. Der Congo Square mitten in New Orleans wurde 1817 zum Treffpunkt der Sklaven. Hier machte die afrikanische Kultmusik einen interessanten Wandel durch. Die katholische Kirche gab schließlich ihren Segen, dass die Afrikaner ihre Musik benutzen durften, allerdings leicht modifiziert. Was ist nun Voodoo-Musik? Was ist afrikanische Ritualmusik? John H. Steele in seinem Buch Die Welt des Unerklärten
gibt folgende Erläuterung. Der Voodoo-Anhänger versucht, einen LOA, einen Untergott, in seinen Körper aufzunehmen, indem er sich zu komplexen Trommelrhythmen tanzend windet und hüpft. Okay, hier ist ein Schlüsselbegriff, komplexe Rhythmen. Und den Begriff werde ich jetzt beibehalten, komplexe Rhythmen oder auch polyrhythmische Elemente. Poly heißt viele und es bedeutet einfach, dass viele verschiedene rhythmische Elemente und Ebenen gleichzeitig ablaufen. Okay? Ist für einen bestimmten LOA oder wir könnten sagen auch Dämon, der passende Rhythmus gefunden, übernimmt der Tänzer ihn und der Dämon kommt in seine Seele. Der Kult ist rein dionysisch. Und das ist typisch für heidnische Anbetungsrituale. Da sind immer drei Elemente zu finden. Einmal Sex, dann Rauschdrogen und hypnotisierende Musik. Und siehe da, genau das ist das Motto der Rock'n'Roll-Branche, nämlich Sex, Drogen und Rock'n'Roll. Hochinteressant. Der Autor Michael Ventura schreibt, für Stammesvölker ist Gottesdienst eine körperliche Zelebrierung. Darum wird in ihrer Anbetung der Rhythmus, Beat, so betont. Das Ziel afrikanischer Religionen ist, den Übergang von der physischen zur spirituellen Welt am eigenen Leib zu erfahren. Richard Hodges ergänzt, jeder perkussive oder Gesangspart hat einen etwas anderen Rhythmus, der sich in Schlüsselmomenten mit den übrigen Rhythmen bzw. dem Leitschlag kreuzt oder parallel verläuft. Die Trommler scharren oft mit den Füßen oder schaukeln in tanzartigen Bewegungen mit dem Körper, um im Grundschlag zu bleiben, besonders wenn der Rhythmus was ist? Synkopisch. Wenn wir also solche Polyrhythmen haben, wo ganz verschiedene rhythmische Ebenen gleichzeitig ablaufen, zu verschiedenen Zeitpunkten und Betonungen innerhalb des Takts, dann entsteht ein Problem für den Frontallappen. Und wenn nun der Frontallappen in den Alpha-Zustand geht, von seinen Wellen her, dann passiert das, was Sie genannt haben. Sie befinden sich am Übergang von der physischen zur spirituellen Welt. Wir werden von diesem Übergang oder diesem Kreuzungspunkt noch hören. Also was passiert hier? Der Mensch öffnet sich für dämonischen Einfluss, der Dämon ergreift Besitz von ihm, er fängt an zu zucken, er bekommt übernatürliche Kraft, es passiert alles Mögliche und die ganze Sache endet dann, und es geht immer hier noch um Gottesdienst, und die ganze Sache endet dann in unangemessenem Verkehr zwischen Männern und Frauen. Ich möchte mich vorsichtig ausdrücken, denn wir haben auch junge Ohren hier. Hodges sagt weiter, die komplexen, vielschichtigen Trommelrhythmen dieser Rituale, die im Kongo und im Yoruba-Land noch immer stattfinden, werden als Hauptquelle okkulter Kraft angesehen. Wir haben bereits gelesen, dass wenn wir nicht aufmerksam sind, was wir in unsere Sinne hineinlassen, unsere Augen, Ohren, was wir aufnehmen, betrachten, dass wenn wir meinen, es sei egal, was für eine Musik wir uns anhören, dass wir uns öffnen für den Einfluss und die Besitznahme von bösen Engeln. Könnt ihr euch erinnern an das Zitat? Nun, Freunde, die Okkultismus-Experten sagen das Gleiche. Es sind die polyrhythmischen Elemente, besonders wenn sie synkopisch sind, die zur Hauptquelle okkulter Kraft werden. Und ich will das nicht. Es ist mir egal, was für ein Etikett draufsteht, ob es weltlich oder geistlich oder christlich genannt wird. Allein schon die Tatsache, dass da ein Risikopotenzial drinsteckt, das reicht mir. Amen. Ich möchte euch ein paar reale Voodoo-Beispiele vorspielen. Von alt zu modern. Und wir wollen jetzt noch ein extra Gebet sprechen. Guter himmlischer Vater, wenn wir diese Musikbeispiele hören, dann bitte ich, dass unsere Ohren etwas lernen und dass sie nicht befleckt werden. Wir bitten in Jesu Namen um deinen Schutz. Amen. Also der ganze Sinn dieser Voodoo-Rituale und Anbetung ist, in eine Trance zu kommen. So, dass man besessen wird. Doch wir müssen verstehen, dass man auch ein Teilnehmer da sein möchte, dass man das will. You have to want to be a part of that. Zum Beispiel, man kann sich Videos anschauen im Internet von solchen Ereignissen, die heute noch passieren. Und da ist der Trommler und nebendran steht einer, da sieht man ganz offensichtlich, der ist besessen. Aber ein anderer nicht. Das ist interessant, wie das vor sich geht. Manchmal ist es auch die gesamte Gruppe, die da reingezogen wird in diese okkulte Erfahrung und besessen wird. Also allein schon die Tatsache, dass es da ein Potenzial gibt, macht mir Angst.
damit will ich nicht spielen. Oder mit anderen Worten, ich möchte dem Teufel nicht den kleinen Finger geben. Amen. Jetzt möchte ich also ein paar Voodoo-Beispiele vorspielen. Und wir beginnen ganz in der Vergangenheit. Und bitte achtet auf die rhythmischen Elemente, auf die verschiedenen Rhythmusebenen, ja? Und dann werden wir durch die Zeit gehen bis in die heutige Moderne. Und es ist eigentlich immer noch dieselbe Musik, nur dass sie jetzt in modernen Studios aufgenommen wird, mit einer Basstrommel und so weiter. Und wo das Hörerlebnis noch intensiver ist. Selbst die Art des Singens, dieses Ayayayayay, kann rhythmisch eingesetzt werden als Element. Auf diesen Clip werde ich später nochmal zurückkommen. Das ist eigentlich so ein elementarer Grundrhythmus, ein Backbeat. Also hier geht es nicht um modernen Rock'n'Roll, das ist eine der ältesten Musikarten auf dem Planeten. Ein kleiner Shaker hier, kleines Glas, ding ding. Polyrhythmische Elemente. Es klingt nur etwas urtümlicher im Vergleich mit unserer Musik heute. Ganz schön schnell. Selbst dieses ba-ba-ba-ba-ba-da-da-ba-ba-ba, es ist sehr rhythmisch. Etwas moderner, das ist im Studio produziert. Etwas fülliger. Hört ihr die ganzen Elemente? Das ist die Quelle okkulter Kraft. Das ist noch moderner. Jetzt haben wir eine Gitarre, eine Rhythmusgitarre dabei. Da besteht alles aus Rhythmus. Jetzt beim nächsten wird uns eine Geschichte erzählt. Im Anfang war der Beat und der Beat war der Rhythmus Gottes und der Rhythmus Gottes war die Harmonie der Menschheit. Und wo Harmonie ist, da ist Friede. Also ihr hört ja, wie das klingt, aber achtet mal auf die Worte, was sie sagen. Afrika nach Amerika, wir sind die Trommel. Also was ich euch hier geschichtlich erzählt habe, ist Allgemeinwissen. So ist es passiert. Eine Voodoo-Priesterin aus Brasilien, mein Bruder hier vorne, der mag das vielleicht, er ist aus Brasilien, sie sagt, der Rhythmus ist wichtiger als der Inhalt der Worte. Es ist der Rhythmus in dem Ganzen, auf den unsere Götter antworten. Und das gibt es auf der ganzen Welt. Psychology Today sagt Folgendes. Hier ein Artikel schon aus dem Jahr 1985, hervorragend. Die Rhythmen von Musik beeinflussen Herz und Gehirn. Ein möglicher Auslöser für intensive Gefühle wie Spannung, Begeisterung oder auch sexuelle Erregung ist ein akzentuierter, durchlaufender Rhythmus, der die sexuelle Spannung geschickt erhöht. Das Trommeln kann diese mächtige Wirkung entfalten, indem es die Hirnströme regelrecht antreibt. Wir haben darüber bereits gesprochen, da entsteht eine Spannung zwischen den Hirnhälften. Das kann zum Nervenzusammenbruch führen, Zittern, Schütteln, Konzentrationsmangel. Und diese Wirkung ist wissenschaftlich belegt, dass das hervorgerufen wird von einer durchlaufenden synkopischen Musik. Es mag sein, dass wir uns dabei gut fühlen, aber unser Organismus und das Nervensystem werden angegriffen. Michael Ventura verrät uns hier noch einiges über diese Stammestraditionen. Er schreibt, bei den Stammesriten hatte es nie Zuschauer gegeben. Jeder war mitten dabei gewesen. Aber auf dem Congo Square wurde afrikanische Musik zum ersten Mal in westlicher Manier aufgeführt. Und erinnern wir uns, es war nach 1817 auf diesem Congo Square, dass die afrikanische Musik diesen interessanten Wandel durchmachte.
Er sagt weiter, die Elemente ihrer afrikanischen Religion waren noch immer vorhanden, aber jetzt eher in der Musik verborgen, statt offen ausgelebt. Das heißt, die Elemente waren unverändert da, aber die Leute in New Orleans, Port Town, die von der ganzen Welt kamen, hörten jetzt diese Musik und sagten, wow, was ist das? Und diese Musik wurde jetzt gesellschaftsfähig, weil sie Elemente und die Körpersprache ihrer Musik verbunden haben mit Gedanken und Werten der amerikanischen Musik und ein neuer Musikstil wurde geboren. Sehr, sehr faszinierend. Da rein äußerlich nichts mehr an einen Anbetungsritus erinnerte, fand diese Form afrikanischer Musik ein viel breiteres Publikum. In den 1840ern bekehrten sich viele Afrikaner zu Christus, Gott sei Dank. Und man erlaubte ihnen ihre eigenen Kirchen. Einige legten die Trommeln ganz zur Seite, andere nahmen sie in ihren neuen Glauben mit. Sie sangen dieselben Gemeindelieder wie die Kaukasier, untermalten das jedoch mit Rufen und Gegenrhythmen auf Tamburinen, Kalebassen und Holzblöcken. Das führte schließlich zur Holy Flesh-Bewegung. Die Versammelten strebten noch immer nach Geistbesessenheit, nur nannten sie ihn jetzt den Heiligen Geist. Ist das nicht spannend? Wir sprechen also in Zungen, wir wälzen uns auf dem Boden, wir tun alles Mögliche, wir machen einen Kurzschluss in unserem Frontallappen und dann werden wir besessen vom Heiligen Geist und haben übernatürliche Kraft im Gottesdienst. Wow. So entstand die Holy Flesh-Bewegung. In Amerika, etwa um das Jahr 1875, schrieben Dwight Moody und Ira Sankey viele verschiedene Kirchenlieder. Das hier werdet ihr sicher erkennen, es ist das ganz bekannte Lied Amazing Grace. Und dieses Beispiel zeigt uns den typischen Klang in Amerika um diese Zeit. Sehr traditionell, während es also einerseits Kirchen gab, die sich öffneten für die neuen Strömungen, diese aus Afrika kommende Sache, die irgendwie ein bisschen mehr Spaß machte, gab es andere Kirchen, die ganz traditionell gewesen sind und geblieben und gesagt haben, wir müssen hier vorsichtig sein mit dieser Sache. Also hier ist eine Spannung entstanden. Und ihr müsst verstehen, dass die Weißen zuerst allgemein gesagt haben, ich glaube nicht. Aber dann haben sie mal ein bisschen probiert und festgestellt, das schmeckt irgendwie gut. Und bevor sie sich versahen, waren sie genauso mit drin. Also es ging hier nicht um Schwarz oder Weiß, sondern es ging einfach um Menschen. Amen. Jetzt kommt ein säkulares Stück um die Zeit von 1851 in Amerika und das war in Ordnung. Klingt mehr wie ein Volkslied. Es wühlt nicht unsere Leidenschaften auf, sondern es hat mehr so eine aufbauende und veredelnde Wirkung. Dann 1859 und schon etwas davor kam dann die Dixie-Musik ganz groß auf. Und das wurde so eine Art amerikanische Volksmusik. Wenn wir uns das jetzt anhören, dann bitte achtet mal genau darauf, was macht diese Musik mit eurem Körper? Die normale Reaktion, wenn wir ein klassisches Stück hören, ist vielleicht, dass wir ein bisschen den Kopf bewegen oder unser Fuß fängt an zu tippen oder man fängt so ein bisschen mit den Fingern an zu dirigieren oder schwenkt ein bisschen den Oberkörper hin und her. Und das ist okay, aber wenn wir dann eben rhythmische Elemente dazu nehmen, afrikanischen Rhythmus oder diese heidnischen rhythmischen Elemente, dann fängt auf einmal unsere untere Körperhälfte an, sich bewegen zu wollen. Das ist interessant. Hier ist jetzt ein Beispiel für Dixie und ihr werdet feststellen, dass die Betonung hauptsächlich auf der 1 und der 3 liegt, aber es kommt noch so eine andere Betonung mit hinein. Und die liegt eben auf der 2 und 4. Das ist nicht so deutlich zu hören. Aber der Punkt ist, dass der Clip uns zeigt, wie das alles zustande gekommen ist. Das hat nicht auf einmal Boom gemacht und dann war die Musik fertig, sondern das ist mit der Zeit ineinander übergegangen. Dezentig vor allem auf der 1 und der 3, aber es gibt auch ein synkopisches Element dabei. In Dixieland, I'll take my stand.
Also die traditionelle Musik zu dieser Zeit hatte noch nicht die tiefen Basselemente der Stammesmusik übernommen, aber sie hatte schon einen starken Rhythmus und war teils auch synkopisch. Das große Problem allerdings begann eigentlich erst später, denn manche Leute sagen, die Afrikaner haben uns die Synkopen gebracht. Aber das ist gar nicht wahr. Synkopen gab es schon lange, lange Zeit vorher, auch bei uns. Das Problem entstand aber dann, als wir die Stammesrhythmen genommen haben und sie kombiniert haben mit einer Art von Synkopen, die etwas schmackhafter waren für ein breiteres Publikum. Und dann, boom, hatten wir wirklich ein ernstes Problem. Und hier wurden die Grundlagen gelegt für die 1930er Jahre, 40er, 50er, was dann in die Rock'n'Roll-Musik gemündet ist. 1877 erfand Thomas Edison die Audioaufnahme und das war eine drastische Veränderung für die Art und Weise, wie wir Musik hörten. Bis dahin musste man dort sein, wo die Musik gespielt hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gab mal eine Zeit, da musste man dort sein, wo die Musiker waren. Stellt euch das vor. Und dann erfand Thomas Edison die Audioaufnahme und mit diesem Gerät konntest du das zu Hause abspielen oder in deinem Geschäft oder wo immer du warst. Und plötzlich konnte man sich etwas anhören, was vielleicht jemand aufgenommen hatte, auf der anderen Seite des Globus. Eine brandneue Technik und sie hat alles verändert. Und natürlich, Gott hat es genutzt und natürlich, der Teufel hat es auch genutzt. Denn es war eine gute Hilfe, um eine Botschaft zu verbreiten für beide Seiten. 20th century. Now you have to understand, from about das heißt, vom Jahr 1877 bis zur Jahrhundertwende etwa, da hat sich die Musik explosionsartig ausgebreitet. Bis dahin waren die verschiedenen Musikstile ja sehr auf Gebiete beschränkt. Und nur wenn jemand lang gereist ist, vielleicht mit einem Schiff, konnte da ein gewisser Austausch stattfinden. Aber jetzt gab es Aufnahmegeräte und die konnte man dann einfach mit der Post verschicken oder mit einem Schiff. Also spätestens seit dem Jahr 1900 ist der Musikkonsum förmlich explodiert. Im 20. Jahrhundert dann nahmen Künstler Technik zu Hilfe, um ihre Kompositionen zu verstärken. Und die moderne Popmusik kam auf, besonders in Amerika. Jetzt kommen wir mal zu diesem Mann hier, Aleister Crowley. Warum sprechen wir über Aleister Crowley? Nun, er zieht sich wie ein roter Faden durch eine Menge der Musik, die wir in den nächsten Stunden hören werden. Er gründete die religiöse Thelema-Bewegung. Er schrieb das Buch des Gesetzes, dessen Leitspruch war, tu, was du willst, soll das ganze Gesetz sein. Crowley behauptete, der Autor dieses Buches sei ein Wesen namens Wyeth. Später nannte er dieses Wesen seinen heiligen persönlichen Wächter oder sein höheres Ich. Und es ist interessant, dass all diese Begriffe, das höre ich, die Energie und so weiter, haben okkulte Wurzeln. Und es ist erstaunlich, wie das unsere Gesellschaft durchdrungen hat. Aleister Crowley verarbeitete in seinem Buch Gedanken aus dem Okkultismus, Yoga, östlichem und westlichem Mystizismus und besonders aus der Kabbala. Er äußert in seinem Buch absolut radikale Ansichten über Sex. War das nur radikal für seine Zeit? Nein. Es ist heute noch genauso radikal und es ist so extrem, dass ich es nicht mal erwähnen möchte. Er sagt, Zitat, er rebelliere gegen die Moral und religiösen Werte seiner Zeit. Und der Punkt ist jetzt, Aleister Crowley ist der große Held für viele, viele Musiker auf diesem Planeten heute. Sie lieben diesen Mann, sie verehren ihn, denn sie glauben an seine Philosophie, tu, was du willst. Nicht, was Gott will, denn Gott sagt uns, tu nicht, was du willst, sonst machst du dir Probleme. Es ist mein Wille, der dir Sicherheit gibt auf dem Lebensweg. Amen. Denn auch wir sollten sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Diese Philosophie des Tu, was du willst, hat die ganze Welt durchdrängt, nicht nur dieses Land Amerika hier. Denn wir sind zu Experten geworden darin, sündige Dinge zu exportieren. Er wird auch als Vater des modernen Satanismus angesehen. Die Volksmedien seiner Zeit brandmarkten ihn als bösartigsten Mann der Welt. Wisst ihr, wie seine Mutter ihn genannt hat? Das Tier oder die Bestie. Seine eigene Mutter hat ihn so genannt.
Er wollte durch Musik das neue Zeitalter, New Age, herbeiführen. Er wünschte sich eine Armee junger Leute, um sie mit "Tu, was du willst" zu indoktrinieren. Sollten wir nicht eine göttliche Armee junger Leute haben, die gute Werke für ihn tun? Ja, aber wir müssen verstehen, dass auch der Teufel seine Jünger hat und die haben eine Menge Geld. Crowley lehrte, man könne durch satanische Praktiken zum Musikgenie werden. Er ist bis heute eine einflussreiche Person geblieben. Robert Johnson, er glaubte an Crowleys Behauptung, man könne zu einem Musikgenie werden. Er wird oft als erster Bluesmusiker angesehen, auf dem Weg, der letztlich zum Rock'n'Roll führte. Er erlebte persönlich, was Crowley gesagt hatte. In vielen Liedern nimmt er auf seinen Pakt mit dem Teufel Bezug. Interessant ist, dass er anfangs nur ganz wenig Gitarre spielen konnte. Er gesellte sich einfach zu einigen von diesen Gitarrenfreaks, die den Blues gespielt haben, aber es war gar nicht wirklich Blues, es war mehr noch so ein Ragtime, denn der Blues sollte sich ja erst noch entwickeln. Aber er konnte ja gar nicht spielen und man hat ihn aus den Clubs wieder verjagt. Er hat einfach sein Instrument nicht beherrscht und deshalb konnte er auch keinen Erfolg haben. Er nahm seine Gitarre und verschwand für 9 Monate und machte einen Pakt mit dem Teufel. Nach 9 Monaten kam er wieder und revolutionierte die Musikbranche. Der Teufel ist auch ein guter Lehrer. Und hier ist einer seiner Songs. Ich und der Teufel laufen Seite an Seite. We're walking side by side. Hört ihr das? Genau hier wurde das Fundament gelegt für die 40er und 50er Jahre. Johnson schrieb, jeder weiß, dass man dort am Scheideweg einen Deal mit dem Teufel macht. Er verkaufte buchstäblich seine Seele dem Teufel für den Erfolg. Man kann das heute noch besuchen, wo er seinen Pakt geschlossen hat. Das ist die Kreuzung von Highway 49 und 61. Und man hat dort auch ein Denkmal aufgestellt. Man sieht dort die Gitarre und ein Schild darunter. Darauf steht, hier ist der Scheideweg. Schon erstaunlich, wem wir alles Denkmäler errichten. Freunde und Kollegen bezeugten, dass er überwiegend ein gequälter Mensch war. Die vom Congo Square stammende Bluesmusik verherrlichte Trinken, Schürzenjagen, Geldspiel, Drogen, Gewalt, Sittenlosigkeit. Geistliche warnten ihre Gemeinden vor dieser Musik, Gott sei Dank. Viele folgten der Warnung, sogar Bluesmusiker ließen sich überzeugen. Der legendäre Bluesgitarrist Gary Davis spielte nach seiner Ordination zum Pastor keinen Blues mehr. Man betrachtete Blues als Teufelsmusik. Robert Johnson sagte über den Blues, dieser Sound, meine Musik, hatte eine Wirkung auf Frauen, dass sie bestimmte Dinge taten. Ich weiß selbst nicht warum, aber mir gefiel's. 20. Jahrhundert, die eher uneinheitliche schwarze Volksmusik des Südens, konkretisierte sich in einigen der großen Musikstile des 20. Jahrhunderts, Blues und Jazz. Wir werden jetzt eine ganze Reihe von Musikbeispielen hören, von den Jahren 1900 bis 1940, um zu sehen, wie die Musik sich entwickelt hat. Der erste Clip ist die ursprüngliche Form schwarzer Volksmusik. Hier erkennt man schon einige Veränderungen. Aber versucht mal, die verschiedenen Elemente zu hören. Das ist eine ziemlich schlechte Aufnahme. Verschiedene Elemente laufen hier gleichzeitig ab. Wir haben also afrikanische Volksmusik, wir haben auch amerikanische Musik und jetzt im dritten Clip, 1920er Jahre, ist die Geburtsstunde des Jazz. Oh, I don't want to marry no way. Now what?
Here. Die niederen Stammeselemente, die kommen jetzt hier langsam mit rein. Das ist ein bisschen schwierig zu hören. Und das war jetzt übrigens eine Originalaufnahme aus den 1920ern. Wir haben da eine Menge Forschungsarbeit reingesteckt, um die Originalaufnahmen zu finden. Und die Treue der Aufnahmen damals, das ist nicht wie heute. Heutzutage, da haben wir Boom, Boom. Es ist erstaunlich, was wir mit der Technik da machen können. Und dadurch können wir heute manches nicht mehr so genau wahrnehmen, es sei denn, wir haben Kopfhörer und können ganz genau hinhören. Beispiel Nummer 4 ist Rhythm and Blues in den 1930er Jahren. Achtet auf die Weiterentwicklung. Now rock me, baby, one time before you. Hört ihr das? Da kommt dieses Grooven rein und der Grundrhythmus ist drin und die polyrhythmischen Elemente, dieser Jazz-Stil, und die Leute haben das gehört und sind fast ausgeflippt. Bis dahin war das noch überwiegend schwarze Musik und einige Weiße, die waren ein bisschen vorsichtig und wussten nicht so recht. Aber einige sagten auch, Mensch, das ist richtig gut. Aber der richtige Durchbruch kam eigentlich erst, als Irving Berlin die Bühne betrat. Und wir sprechen davon der Lively Tin Pan Alley Tradition, eine Schlagerindustrie des weißen Pop entstand durch ihn. Er hat einfach genau hingehört und hat das Ganze ein bisschen umgewandelt, sodass es akzeptabler war für weiße Ohren. Und jetzt kommt die Big Band Musik, vermischt mit den Elementen von Rhythm and Blues. Rhythm and Blues. Es ist nicht so, dass man hier unten durchdrehen möchte, sondern eher so, oder was auch immer. Aber wenn ihr es hört, dann achtet auf diese Metamorphose, die Verwandlung. Und genau das ist passiert in dieser Zeit. 1940 klang der Rhythm and Blues dann ungefähr so. Die amerikanische Popmusik breitete sich jetzt aus. Mehr Grundelemente. Think about how you used to be. Hey, little girl. Oh, oh. Merkt ihr, was jetzt reinkommt? Also hier wird ein Verwandlungsprozess in Gang gesetzt. Und es wurde immer schmackhafter für ein breites, weißes Publikum. Und jetzt drei Beispiele sehr bekannter Gospel-Lieder. Eines aus den 20ern, aus den 30ern und aus den 40ern. Okay, jetzt die 40er Jahre und es ist Gospelmusik dieser Zeit. Dieser heißt Jesus und die Frau am Brunnen. Jesus spricht hier und das ist Gospel-Jazz. Und irgendwie bringt das das Niveau ziemlich runter, anstatt dass man erhoben und veredelt wird. Das ist übrigens Jesus, der hier singt. Merkt ihr diesen Unterschied? Das ist wie Boom! Da ist dieses Woman Bewegung. 1947 stirbt Crowley, aber sein Satanismus lebt weiter und wird verewigt. Die Kombination aus seiner satanischen Philosophie, tu was du willst, und den treibenden Beats der neuen Musik hat eine verheerende Wirkung auf die Sitten in Amerika und weltweit. Und dann kommen die 1950er.
Das Erste, was uns zu dieser Zeit in den Sinn kommt, ist Rock'n'Roll. Es war eine Art südlicher Blues plus seinem starken Backbeat. In dem Bemühen, Rhythm and Blues einem weiteren weißen Publikum zugänglich zu machen, das immer noch zögerlich war gegenüber der schwarzen Musik, gebrauchte 1951 der Disc-Jockey Alan Freed den Begriff Rock'n'Roll zur Beschreibung von Rhythm and Blues. Wisst ihr übrigens, woher der Name Rock'n'Roll kommt? Der Name kommt daher, was die jungen Leute auf dem Rücksitz des Autos ihrer Eltern taten, wenn sie diese Musik hörten und entsprechend Sexualhormone ausgeschüttet wurden. Denn das, was sie da im Auto taten, brachte es zum Schaukeln und Schunkeln. Dieses ganz unpassende Geschehen war der Namensgeber für Rock'n'Roll. Bill Haley and the Comets. Sie komponierten ab 1954 ihre Hits und wagten sich, und das ist jetzt das Neue und Bahnbrechende. Sie wagten sich als weiße Band mit eigentlich schwarzer Stilistik auf Rock'n'Roll-Boden. Die Rhythmusgitarre wurde zu einem Schlüsselelement in der Musik. Also auch die Gitarre kann zum Rhythmus beitragen. Erinnern wir uns an die polyrhythmischen Elemente. Es war fröhlicher, es machte Spaß, es war lebendig, aber es war unpassend. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, Polyrhythmik kommt rein. Synkopierung. So, und diese neue Musik entwickelt sich jetzt in der amerikanischen Kultur. Ein neuer Sound kommt auf. Es ist nicht schwarze Musik, es klingt auch nicht weiß. Es ist einfach der neue, aufregende Rock'n'Roll. Und jeder stürzt sich nur so darauf, weil es einfach unglaublich Spaß macht. Little Richard, schon mal gehört? Little Richard ist einer der frühesten Pioniere des Rock'n'Roll und mehr der Vater des Rock'n'Roll als Elvis. Er sagte Folgendes. Was ich wirklich über Rock'n'Roll glaube, ich glaube, diese Art Musik ist dämonisch. Der Beat der meisten Musik heute kommt vom Voodoo, von den Voodoo-Trommeln. Wer sich näher mit Rhythmus in der Musik beschäftigt, und das habe ich getan, wird das bestätigt finden. In einer Predigt über Musik hörte ich die Geschichte von einem jungen Mann aus Afrika, der auf ein amerikanisches College kam. Er war noch nicht lange da, da hörte er im Radio einen Song und sagte, "Hey! Ich kenne den Rhythmus. Das ist von zu Hause. Das kann ich spielen." Also ging er hin und schloss sich der College Band an. Der Name des Songs war Teardrops from My Eyes. Nun, wir wollten gerne hören und verstehen, was genau hatte er gehört, das ihn erinnert hatte an seine Stammesmusik zu Hause. So baby, won't you hurry? Because I miss you so, and it's raining teardrops from my eyes. He hears heard das hier im Radio. Und sagt, ich kenne die Musik. Die ist von zu Hause, weil er sie dort selbst gespielt hat. Seht ihr, es muss gar kein wahnsinnsverrücktes Brrr, Brrr sein, um die präfrontale Cortex auszuschalten? Nein, Freunde, es kann ganz unauffällig sein. Aber wenn es diese Polyrhythmik hat und den synkopischen Beat, dann wird es zu einem physiologischen und neurologischen Problem für den Menschen. Ist das deutlich? Wir müssen vorsichtig sein, sehr vorsichtig sein. In einem VH1-Rockumentarfilm hieß es war Bill Haleys unschuldiger Blick, durch den sich die Rockmusik unbemerkt vom elterlichen Radar wie ein Trojaner einschleichen konnte. Nun, der Damm war gebrochen und Rock war beliebt unter Teenagern, die aus der konservativen Prägung Amerikas ausbrechen wollten. In den späten 50er Jahren allerdings zeigten sich die negativen Wirkungen des Rock'n'Roll und er wurde entlarvt als dekadent, gefährlich, unmoralisch und obszön. Und die Leute waren aus gutem Grund besorgt, denn die Musik führte zu Unmoral. Die Jungen und Mädchen wollten auf einmal nicht mehr darauf hören, was Mama und Papa ihnen zu sagen hatten. In solch einem Ausmaß, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte, besonders Amerika.
Wenn man diese Musik hört, wird man nämlich umprogrammiert. Die präfrontale Cortex wird weggenommen, man hat keinen moralischen Kompass mehr, der Filter funktioniert nicht. Also öffnest du dich für die Musik und ihre Sinnlichkeit, dir gefällt es, was die Hormone an Gefühlen erzeugen, dir gefällt der Morphinausstoß, dir gefällt, was die Texte der Lieder sagen, du kannst tun, was immer du willst, denn es ist die Philosophie von Aleister Crowley hinter vielem davon. Richtig, richtig verrückt, wenn ihr mich fragt. Memphis Beat. Der Autor dieses Buches beschreibt die Unmoral der Mill Street in Memphis. Hier standen die Bordelle, Kneipen und Spielhöllen. Er stellt fest, dass in der Mill Street immer ein bestimmter Musikstil lief. Er sagt Folgendes. Die verbotenen Freuden der Mill Street waren ohne Ausnahme in den pulsierenden Rhythmus des Blues verpackt. Ihr braucht euch jetzt nicht zu melden, aber wer von euch war schon mal in einem Nachtclub, in dem man Mozart gespielt hat? Warum lacht ihr? Ist das nicht ordentliche Musik? Sicher? Aber in einem Nachtclub würde man diese Musik niemals hören. Denn sie hat nicht die gewünschte körperliche, biologische, emotionale Wirkung. Nicht wahr? An diesen Orten spielt immer ein bestimmter Typ Musik, der ihnen hilft, Alkohol zu verkaufen, der übrigens auch den Frontallappen schädigt. Oft kommen Drogen und Musik zusammen und dann wundert man sich, warum habe ich gestern Abend diesen Fehler gemacht? Und wer bist du eigentlich am nächsten Morgen? Denn die präfrontale Kortex war weg. Du hast nicht moralisch entschieden, sondern emotional. Das limbische System hat sozusagen übernommen. B.B. King. Er sagt, die Frauen reagierten mit ihrem Körper und schwangen zu dem Rhythmus aus meiner Gitarre. Er hat gar nicht gesungen, er hat gespielt. Und die Frauen fielen ihm zu Füßen. Und hier ist seine Musik. Woran erinnert das? Es ist sehr sinnlich und sexuell. Tanz mit deinem Mädchen. Right? Genau dazu ist es da. Oder etwa nicht? Natürlich ist es das. Und dann rollte dieser Typ an. Elvis Presley. Er wurde zur Leitfigur des neuen, geliebten Rock'n'Roll-Klangs. Wir müssen verstehen, dass diese Musik noch immer sehr neu war. Er wurde zur Leitfigur. Seine suggestiven Eskapaden auf der Bühne machten ihn enorm populär und umstritten. Er brachte eine neuartige Kombination aus Country, Pop und Rhythm and Blues. Eine Mischung aus Country, Pop und Rhythm and Blues und die Leute tickten aus. Elvis' Live-Auftritte heizten das Publikum immer stärker an. Nach Berichten begann er mit You Ain't Nothing But a Hound Dog und die Leute drehten schon völlig ab. Polyrhythmische Elemente. Jetzt sind die beiden Stile endgültig verschmolzen und die Sache ist nicht mehr aufzuhalten. Er begann mit You Ain't Nothing But a Hound Dog, die Leute drehten völlig ab. Die Reaktion war immer die gleiche, es kam jedes Mal zu Krawallen. Über diese Seite von Elvis spricht keiner. Natürlich, hättet ihr damals gelebt, hättet ihr es lesen können in den Zeitungen. Aber Fakt ist, dass häufig, und nicht nur häufig, sondern immer, wir haben es ja gerade direkt zitiert, es Krawalle gab. Warum? Weil du gerade eine Musik hörst, die deine präfrontale Kortex ausschaltet. Du bist nicht mehr Herr deiner selbst. Und da muss sich nur jemand anrempeln und dann heißt es, hey, was soll das? Hey, was willst du? Macht das Sinn? Klar. Logisch. Es war vor allem Elvis, der der Jugend das Gefühl einer eigenen und mehr oder weniger einheitlichen Generation gab. Zum ersten Mal spürte man in Amerika die Kraft einer Jugendkultur auf breiter Basis. Und jetzt zeigten sich die Folgen dieser heimtückischen, tiefsitzenden Tu-was-du-willst-Philosophie in der Musik.
Tu, was du willst, auch wenn Mama Nein sagt. Tu, was du willst, auch wenn die Kirche und der Pastor Nein sagen. Tu, was du willst, auch wenn Gott Nein sagt, wenn die Gesellschaft Nein sagt. Sei einfach ein Rebell. Ich bin nur ein Rebell, das ist alles. Und die Kinder sagen, ja, ich möchte auch ein Rebell sein. Das ist neu, das ist aufregend. Und die Jugend schart sich um dieses Banner. Tu doch einfach nur, was du willst. Aber das war keine gute Gemeinsamkeit. Es war das falsche Banner. Es ging um das Ego. Es ging um vorehelichen Sex. Um Alkohol, um Rauchen. Auf einmal war es cool zu rauchen, auch wenn die Eltern sagten, tu das nicht. Du hast die Zigarette gerollt, die Haare zurückgegelt. Ein echter Halbstarker. Rebellion in der Lederjacke. Vielleicht war von euch sogar jemand dabei, ich weiß nicht. Und dann kamen die 60er. Sie führten den Trend der Ablehnung konservativer Werte in Amerika fort. Zum ersten Mal spielten Drogen eine wichtige Rolle im weißen Vorstadtleben. Drogenerfahrungen und ein neues politisches Bewusstsein waren der Nährboden für eine Untergrundjugendbewegung. Dies war die sogenannte Gegenkultur, die sich gegen den allgemeinen Trend der Gesellschaft stellte. In den 60er Jahren geht es jetzt um Frieden und Liebe und dieses ganze Lebensgefühl. Tu, was du willst. Du brauchst niemanden. Du brauchst doch keine Regierung. Also ich möchte nicht sagen, wir brauchen eine Regierung. Ihr versteht schon. Aber das waren die Gedanken, die der Jugend überall eingetrichtert wurden. Die Jugend wandte sich immer mehr von Jesus ab und öffnete sich östlicher Mystik. Andere beschäftigten sich mit New Age-Themen wie Astrologie und übersinnliche Wahrnehmung. Am Horizont kam schon der Satanismus auf. Aleister Crowley ist nicht nur Vater des modernen Satanismus, er hatte auch mit Schamanismus zu tun. Schamanismus kommt aus der östlichen Mystik und umfasst eine breite Palette von Lehren und Praktiken, die mit dem Kontakt zur Geisterwelt zu tun haben. Erinnern wir uns, er wollte eine Armee von Jugendlichen in diesem Transformationsprozess hin zum neuen Zeitalter. Rock'n'Roll war im Grunde Vergangenheit, aber das nächste stand schon vor der Tür. Crowley wird auch als Vater der Gegenkultur oder Hippie-Bewegung betrachtet. Er war der unbesungene Held der 1960er und war, wie gesagt, tief in Schamanismus verstrickt. Nun, er selbst sagte, seine satanische Lehre, tu, was du willst, müsse unter dem Gewand falscher Liebe verborgen werden. Und das ist das Eigenartige. Ende der 60er Jahre kommen die ganzen großen Demonstrationen über Liebe und Frieden, Harmonie und Einheit. Und Crowleys Plan war, dass die Jugend gar nicht merken würde, dass sie in Wirklichkeit für seine Tu-was-du-willst-Philosophie eingespannt war. Im Grunde war es eine Aushöhlung jeder Art von Autorität, die Kirche, die Regierung, die Eltern. Aber äußerlich war es eine Bewegung der Liebe. Eigentlich unglaublich. Und ist es nicht verrückt, dass jedes Mal nach diesen Liebesdemos es zu Krawallen kam und Gebäude in Flammen aufgingen? Er glaubte, dass er damit die Jugend ködern könnte. Und wie schon gesagt, der Rock'n'Roll war ja am Aussterben. Elvis musste zum Militär, einige andere starben. Es fehlten die großen Figuren in der Musikszene, bis diese Leute auf einmal kamen. Die Beatles. Eine der erfolgreichsten Gruppen in der Geschichte. Mit ihr kam der Beatle-Tick. Sie wandelten sich allerdings schnell zu einer Verkörperung progressiver Ideale. Die Beatles und scheinbar noch schlimmer, die Rolling Stones gaben jetzt den Ton an. Anfangs klang die Musik der Beatles noch so. Das ist zwar nicht in Ordnung, aber es war völlig anders als am Ende. Sie begannen recht schlicht und da ging es um Themen wie Ich möchte deine Hand halten. Kennt jemand dieses Liedchen? Auch diese Musik hatte aber schon unpassende Elemente, zum Beispiel Polyrhythmik. Fröhliche Musik ist doch harmlos, oder? Das soll man zumindest denken.
Wisst ihr, im Menüplan des Teufels finden sich immer mehrere verschiedene Gerichte. Und dann sagt er, oh ja, natürlich, die Rolling Stones sind böse. Aber du kannst doch die Beatles hören, die sind doch ganz in Ordnung, oder? Die Beatles prägten die sozialen und kulturellen Umwälzungen ihrer Zeit. Ihr Aufbegehren gegen den Status quo und Autorität, besonders christliche, hatte gewaltigen Einfluss. Es kam zur Drogenrevolution, zur Sexrevolution und zu einer Synthese zwischen westlichem Okkultismus und östlicher Mystik. Die Beatles servierten die Philosophie der Gegenkultur und die jungen Leute bissen an. Sie merkten nicht, dass es eigentlich die Grundsätze von Aleister Crowley waren. Tu, was du willst. Wir bestimmen, was abläuft, was wir machen, was wir rauchen, was wir uns anhören. Wir entscheiden, was wir anziehen, wie wir sprechen, wie wir uns verhalten, wohin wir gehen. Tu, was du willst, hieß jetzt, mach dein eigenes Ding. Die jungen Leute wurden geradezu hineingetaucht in diese Gedankenwelt. Mach, was immer dir gefällt, zieh dein eigenes Ding durch. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott seinen Kindern beibringen möchte. Denn wann immer wir unser eigenes Ding machen, fangen die großen Probleme an. Tu, was du willst, war also das prägende Motto in dieser Zeit. Das ist das Plattencover von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band mit einer Collage ihrer größten Helden. Unter den Gesichtern ist auch Aleister Crowley zu sehen. Seht ihr dieses kleine Rechteck links oben rot eingerahmt? Nun, das ist niemand anders als Aleister Crowley persönlich. Nur ihre Helden kamen auf das Cover. Und übrigens wollten sie sogar Hitler darauf haben. Wir haben da einen Dokumentarfilm gesehen mit einem Foto von Hitler. Das sind hier übrigens alles ausgeschnittene Papierbilder, außer den Beatles in der Mitte. Also ursprünglich stand da noch Hitler an der Seite. Und dann kamen die Produzenten und sagten, das ist wohl nicht so eine gute Idee, wenn sich das Album auch verkaufen soll. Und dann haben sie es wieder runtergenommen. Aber Crowley und viele andere blieben unter ihren Helden. Warum in aller Welt wollten die Beatles Hitler unter ihren Helden haben? Ich habe keine Ahnung. Aber eines zeigt es schon, dass sie nicht gerade viel von den richtigen Quellen inspiriert wurden. In dem Buch Shout the Beatles in Their Generation wird John Lennon mit folgenden Worten zitiert. Das Christentum wird gehen, es wird schrumpfen und verschwinden. Die Zeit wird mir recht geben, wartet nur ab. Wir haben heute mehr Macht, als Jesus je hatte. Ihr Pressesprecher Derek Taylor sagte, die Beatles sind total Antichristus. Ich meine, ich bin auch gegen Christus, aber sie sind dermaßen Antichristus, dass es mich schockt. Und das passiert mir nicht so schnell. Musik schien so unverdächtig, dass sie unbemerkt das Denken der Welt verändern konnte. Der Einfluss der Beatles kehrte fast über Nacht Millionen Jugendliche von Christus ab und hin zu den Gurus des Ostens. In den späten 60ern und frühen 70ern wurde Maharishi Mahesh Yogi als Guru der Beatles berühmt. Er tourte mit ihnen und bekam bei den Konzerten Zeit für Indoktrination. Wir müssen verstehen, dass solche Leute mit ihrer Musik eine Botschaft verbreiten wollen. Sie machen nicht überall Musik, nur weil es ihnen Spaß macht? Ich bin ja auch Musiker, ein christlicher Musiker, und auch ich möchte eine Botschaft verbreiten. Amen? Es geht nicht um, oh, ich hoffe, das Lied macht euch viel Spaß. Jeder von uns hat eine Weltanschauung. Und wenn jemand Musik macht, wird sich diese Weltanschauung darin wiederfinden. Und ihre Lebensphilosophie lautete, tu, was du willst, mach dein eigenes Ding. Sie hatten also immer ihren Maharishi dabei, und während der Konzerte bekam er Zeit, von vorn seine Predigt zu halten. Und die Leute sitzen da, rauchen ihre Drogen, tschüss, präfrontale Kortex, hören nicht kritisch zu, analysieren nicht. Die ganzen Inhalte können ungefiltert eindringen und ihr Denken verändern. Aber es ist doch nur Musik. Man sagt, dass Millionen Menschen anfingen, sich mit Maharishis Lehren zu beschäftigen. Vor den Beatles gehörte indische Spiritualität nicht zum westlichen Alltag. Durch die Hippies, die nach den Beatles aufkamen, wurden Yoga und Meditation zur neuen Masche. Es wurde cool, dabei zu sein. Heute gibt es Yoga an jeder Ecke, und diese beispiellose Entwicklung haben wir ihnen zu verdanken.
Das Wort Yoga bedeutet eigentlich Joch. Es geht darum, sich mit heidnischen Göttern zusammenzujochen. Das Faszinierende für mich ist, dass viele aus dieser Zeit, die in den 50ern, 60ern, 70ern groß geworden sind und die Zeit miterlebt haben, so hineingezogen und hinters Licht geführt worden sind, dass sie wirklich glaubten, sie würden ihr eigenes Ding machen. Angeblich waren sie frei zu tun, was immer sie wollten. Und trotzdem folgten sie den teuflischen Lehren von Aleister Crowley und wussten es nicht mal. Sie hielten sich streng an die Regeln ihrer Kirche sozusagen. Denn alle haben das Gleiche getragen, das Gleiche geraucht und dieselbe Musik der Beatles gehört. Aber jetzt waren sie endlich sie selbst. Nein, waren sie nicht! Und dasselbe höre ich heute. Was hast du gegen meine Musik, Mann? Was hast du gegen meine Hosen, die so weit runterhängen, dass ich kaum noch rankomme und ich laufe wie ein Depp rum, weil ich sie hochhalten muss? Yo, man! Ich sagte mal zu einem, hey, was ist mit deinen Hosen los? Und er sagte, wieso, was? Ja, deine Hosen. Und ich sagte, zieh sie hoch, Mann. Hat dein Papa Übergewicht und du musst es seine leihen? Und er, nein. Ich hatte schon ein bisschen Beziehung zu dem jungen Mann. Das war in einer Gebetswoche. Er läuft also rum, weil gerade kein Betreuer da ist und ich habe ihn erwischt. Er hat seine Mütze so, Und ich sagte ihm, Bruder, kann ich dir mal eine Frage stellen? Warum trägst du diese Klamotten? Und er sagt, das ist einfach mein Stil. Das ist nicht dein Stil. Doch, das ist der Stil von jedem Trottel da draußen. Er sagt, wow. Und dann geht er. Immerhin, er hat mal kurz gestutzt. Aber wisst ihr, die Lüge hinter der ganzen Geschichte ist, du hast deinen eigenen Stil, solange du aussiehst wie wir. Stimmt's? Es ist eigentlich lächerlich. Aber die Jugend fällt darauf herein. Und Aleister Crowley wusste das. Aus Lennons Leben. Ich fühlte mich wie ein hohler, mit vielen Geistern gefüllter Tempel. Jeder kommt und geht. Jeder wohnt kurze Zeit in mir und macht dann Platz für einen anderen. Igitt? Amen? Er spricht hier über Besessenheit. Über die Entstehung seiner Lieder. Ich weiß nicht, wer zum Beep das schrieb. Ich sitze einfach da und der ganze Beep-Song kommt raus. Sie empfangen diese Lieder vom Teufel persönlich. Später sagte er, ich habe meine Seele dem Teufel verkauft. Noch später sagte Lennon in einem Interview, die ganze Idee hinter den Beatles war, zu tun, was man will, oder? Tu, was du willst. Und so etwas sagt der Kopf dieser Musikgruppe. Timothy Leary, Harvard-Professor und Crowley-Jünger, nannte die Beatles die vier Evangelisten und sagte, Rockmusik sei nicht weniger ein Umerzieher als eine bewusstseinserweiternde Droge. Sie ist dazu da, den Verstand wegzufegen und die erlernten Reflexe auszusetzen. Sich eine Beatles-Platte anzuhören, ist eine Stunde Umerziehung. Wow! Und das bekommt noch mehr Gewicht, wenn man weiß, wer Timothy Leary ist und was er auf Harvard als Professor tut. Er hat nämlich Experimente durchgeführt mit LCD. Ach was. Ich bin ein Techie, tut mir leid. Mit LSD. Er hat im Auftrag und finanziert von der Universität die ganzen Experimente durchgeführt mit LSD und Psychopharmaka. Auf dem Gebiet war er Fachmann und Konsument. Da war er der Experte. Sie haben eine Menge Tests durchgeführt, weil die Droge neu war und sie wollten wissen, wie wirkt die. Und die Experimente haben ihnen gezeigt, Mann, die fegt ja wirklich im Kopf herum. Also wenn er sowas sagt, und vergessen wir nicht, er ist ein Crowley-Anhänger, er akzeptiert diese ganze satanische Botschaft, tu, was du willst, und den Okkultismus in der Welt. Wenn er also so etwas sagt, dann hat das Gewicht. Er nennt die Beatles die vier Evangelisten und er sagt, Rockmusik ist genauso ein Umerzieher wie bewusstseinserweiternde Drogen. Und da ist der Experte. Sie ist dazu da, den Verstand wegzufegen. Würdet ihr alle zustimmen, dass Drogen den Verstand wegfegen? Und welcher Teil vom Verstand ist dabei wohl betroffen? Der Frontallappen, die präfrontale Kortex. Können wir langsam 2 und 2 zusammenzählen? Also, was heißt das? Er sagt, Rockmusik ist genauso ein Umerzieher wie bewusstseinsverändernde Drogen. Sie ist dazu da, den Verstand wegzufegen und die erlernten Reflexe auszusetzen. Also zum Beispiel,
Der Teufel liebt dich. Nein, meine präfrontale Kortex ist intakt. Ich weise das zurück als eine Lüge und Falschheit. Aber wenn ich die falsche Musik höre, der Teufel liebt dich. Ah, okay. Hallo? So funktioniert das. Sich eine Beatles-Platte anzuhören, ist eine Stunde Umerziehung. Aber sie wird verkauft mit der Lüge. Du seist frei. Das ist mein Stil. Nein, ist es nicht. Du wirst einfach zu einer Nummer wie jeder andere. Erst wenn du ein Christ wirst und mit offenen Augen diese Dinge erkennst, bist du wirklich frei. Ich wünschte, ich hätte das schon als junger Mensch verstanden. Leary sagte noch etwas sehr Interessantes. Achte nicht auf die Worte. Die Musik hat ihre eigene Botschaft. Ich könnte es nicht besser sagen. Und dann bewegen sich die Beatles von Ich möchte deine Hand halten in diese psychedelischen Sphären. Das ist reiner Voodoo. Juju, Eyeballs, Holy Roller und die ganzen Songs. Es ist erstaunlich, wie ihr Lebensstil in der Musik zum Ausdruck kam. Zur selben Zeit wie die Beatles kam eine andere Gruppe auf, die Rolling Stones. Sie entwickelten sich zu den Anti-Beatles, denn die guten Jungs, die braven Kinder, hörten die Beatles. Aber die schweren Fälle, die Revoluzzer und die Rebellen, die hörten die Rolling Stones. So läuft es. Der Teufel bietet zwei Gerichte an. Natürlich musst du nicht die Rolling Stones hören. Nimm dir die Beatles. Tatsächlich waren die Beatles und die Rolling Stones bei derselben Plattenfirma. Dieselben Leute haben für beide gearbeitet und die haben sich gedacht, hey, wir kriegen die harten Jungs mit der Musik und wir kriegen die, die gerne I wanna hold your hand hören wollen. Wir können doppelt verdienen. Während die satanische Ideologie in der Beatles-Musik eher versteckt war, war die Haltung der Stones leichter zu erkennen. Sie haben sogar ein Album herausgebracht, Sympathie für den Teufel. Braucht der Teufel unser Mitgefühl? Nein, er hat seine Entscheidung getroffen und es tut mir nicht leid für ihn. Eins ihrer provokativsten Lieder überhaupt. Sympathie für den Teufel. Hört ihr den Voodoo-Sound? Hört ihr das? Das ist direkt aus Afrika. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth. And taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man. Hier singt übrigens Lucifer für euch. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his face. Der ganze Song erzählt davon, was er tut. Überlegen wir mal Folgendes. Der Teufel tut sein Bestes, um uns in die Lüge reinzuziehen, wir könnten einfach tun, was wir wollen. Können wir das wirklich? Wir haben einen freien Willen. Wir können tun, was wir wollen. Das ist wahr. Aber Freunde, in dem Moment, wo wir Christen werden und den Namen Christi annehmen für uns, gehören wir zu einem herrlichen Gott, der besser weiß, was für uns gut ist. Amen. Von diesem Zeitpunkt an trenne ich mich von Dingen und Gewohnheiten, die nicht mehr angebracht sind. Alles, was gut ist und in Ordnung, da sagt Gott, du kannst es behalten.
Aber alles das, was meine Verbindung zu Gott stört, was mich wegzieht von meinem Schöpfer, da weiß Gott, das muss raus aus unserem Leben. Dieses Lebensmotto, tu, was du willst, mach dein eigenes Ding, wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in verschiedenster Gestalt auftauchen. Durch all die Jahre bis in die Gegenwart zieht es sich wie ein roter Faden, wie wir noch sehen werden in den nächsten Vorträgen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, hab Dank für das, was wir hören konnten. Bitte hilf uns zu hören, wie wunderschön die Musik am Anfang klang, denn sie hat ihren Ursprung im Himmel. Und wie sie erst mit der Zeit vermischt und verunstaltet worden ist, um dem Fleisch und den Lüsten zu dienen. Herr, hilf uns bitte, dass wir nur das tun und die Musik hören, die dir gefällt. Denn du weißt, was für uns am besten ist. Und wir möchten bald bei dir sein, bei den Perlentoren. Danke für deine Gegenwart und dass wir diese Dinge erfahren dürfen, auch wenn sie manchmal schwer zu schlucken sind. In Jesu Namen, Amen. God bless you, and may your names remain in the book. Book of Life.